Der Sahabi fragt ihn, wie sollen wir ihn fürchten und vermeiden, wenn er verborgener ist als die Schritte der Ameisen. Er sagt, indem du sagst, o Allah, vergib mir das, was ich weiß an Schirk und das, was ich nicht weiß. Jetzt, was ist dieser Schirk? Schirk al-Khafi. Schirk al-Khafi steht in dem Koran, dass sogar die Gläubigen, Muslimen, begehen Schirk al-Khafi. Das heißt verborgener Schirk. Was ist das? Wenn du zum Beispiel sagst, ohne Hamza wäre ich gar nichts. Das ist Schirk. Ein Schirk al-Khafi. Du weißt das nicht, du sagst das aber. Du hast aber Schirk begangen. Imam Ja'far salamullah alayhi hat erklärt, durch den Vers des Koran, dass keiner geglaubt hat, keiner ist an Allah gläubig, ohne ein Muschrik zu sein. Steht in dem Koran. Das heißt, die Gläubigen sind Muschrikin. Wie? Durch diesen Schirk. Indem du sagst, ohne dich wäre ich gar nichts. Wärst du nicht gekommen, wärst du gestorben. Und so weiter und so fort. Das ist eine Schirk. Dann was sagt der Imam Ja'far a.s.? Sagt, wie sollen wir das machen? Sagt, hätte Allah dich nicht geschickt, wäre ich verloren gegangen. Allah sei Dank, dass du am Leben gekommen bist. Ich danke Allah, dass er dich geschickt hat. Ohne Allah wäre ich vergangen und durch seine Hilfe, dass er dich geschickt hat, bin ich gerettet. Das ist, so löst du diesen Schirk al-Khafi, dieses kleine Schirk. Jetzt aber zurück zu diesem Hadith, der Mutawatir ist bei Sunna und Shia. Wer sagt, La ilaha illallah, mit Ikhlas, mit Treue, mit einer saubere, gefilterte Treue, ohne irgendeinen jeglichen Schritt in sich zu haben. Wer sagt, La ilaha illallah, dakhala al-Jannah, er geht ins Paradies. Wer sagt, La ilaha illallah? Wo finden wir das? In Kitab al-Tawhid, der Sheikh al-Saduq, er sagt über Imam Ali Rida, als er in Iran war, in Nisabur und wollte zu dem Ma'mun gehen, zu dem Khalifa al-Ma'mun verreisen. Da kamen seine Anhänger und sagten, oh Sohn des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sag, gehst du so, ohne uns irgendeinen Hadith zu geben, der uns rettet? Er sagt diesen Hadith. Er sagt, Allah hat sich vorgenommen, hat sich vorgeschrieben, wer la ilaha illallah bezeugt, mit reine Treue. Das heißt, lediglich für Allah sein. Lediglich für Allah subhanahu wa ta'ala sein, indem du sagst, La ilaha illallah. Sagt Allah subhanahu wa ta'ala, hat sich selbst vorgeschrieben, dich ins Paradies zu schicken. Sei bist du ein guter oder ein schlechter Muslim. Ist egal, auf welcher Muslim bist du, gehst du durch diesen Tawhid, durch diese Kalima, Kalimatul Ikhlas, La ilaha illallah, Kalimatul Sawab, was sagt Koran? Allah subhanahu wa ta'ala erlaubt dir im Qiyama nichts zu sprechen, gar nichts zu sprechen. Niemand darf reden, bis auf diejenigen, die Sawab aussprechen. Sawab heißt das Richtige aussprechen. Erklären, Ali Muhammad sagt, das Richtige ist La ilaha illallah. Wann kannst du reden? Wenn du auf dieser Erde weißt, was La ilaha illallah. Es gibt keinen Gott außer Allah. Wenn du das weißt auf der Erde, kannst du dann nachher auch sprechen in Qiyama. Das heißt, du darfst reden in Qiyama. Jetzt. Einige Menschen müssen in die Hülle gehen. Allah subhanahu wa ta'ala gibt einen Befehl. Sag, geh mal in die Hülle. Geht mal in die Hülle. Die reden mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ich sag, oh Allah, ist dein Vergeben größer als unsere Sünden? Ich sag, ja. Ich sag, oh Allah, wie willst du denn diese Gesichter, die das bezeugt haben, dass es nur einen Gott gibt und das bist du, in den Feuer verbrennen? O Allah, ist deine Barmherzigkeit nicht größer als das, dass unsere Gesichter verbrannt werden? Er sagt doch. Das heißt, die reden mit Allah subhanahu wa ta'ala, diskutieren, die reden, die fragen und antworten, damit die Engel das hören und sagt Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala, das Schönste, was ich liebe, ist, wenn dieses Wort aus deinem Mund rauskommt, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Imam Ali Rida a.s. antwortet. Er sagt, wenn jemand La ilaha illallah sagt, mit Ikhlas, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn hundertprozentig, also ohne Wenn und Aber, Paradies verschrieben. Das heißt, Paradies kriegst du, wenn du La ilaha illallah, so ein kleines Wort, sagst,
mit Treue. Und dann Imam Ali Rida alaihi salam, bevor er weggegangen ist, waren die Leute natürlich glücklich. Das heißt, wir sind erlöst. Wir haben so viele Sünden gemacht und mit diesem Wort gehen wir ins Paradies. Imam Rida alaihi salam nahm diesen Schleier, der vor seinem Gesicht war, weil er saß in so einer Kabine, die auf dem Esel oder auf dem Elefant gestellt wird. Und dann nahm er diesen Schleier vor seinem Gesicht und sagt aber nur mit ihren Bedingungen. Das heißt, diese Worte müssen mit Bedingungen sein und ich bin einer von diesen Bedingungen. Das heißt, wenn du La ilaha illallah sagst, ohne Ali Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, warum? Weil der Imam muss dir erklären, was Tawhid heißt. Tawhid ist nicht Worte, die aus dem Mund einfach rauskommen. Nein, ich muss wissen, was bedeutet Tawhid. Was nützt mir Tawhid al-Ibadah? Weil die konzentrieren sich immer auf Tawhid al-Ibadah. Das heißt, du darfst nicht Ja Ali sagen. Dann machst du Shirk al-Ibadah. Die konzentrieren sich darauf. Sagst du nein, bevor wir über Tawhid al-Ibadah reden, wir müssen reden über Tawhid al-Rububiyyah. Das heißt, über Gottes Shirk. Nicht Shirk in der Anbetung. Bevor ich in die Anbetung komme, ich bin in der Praxis normalerweise, bevor ich da reingehe, ich muss erstmal die Erklärung über Allah subhanahu wa ta'ala haben. Verstehst du? Ich muss wissen, wer ist Allah, damit ich ihn anbeten kann. So, jetzt brauche ich die Beschreibung. Sagst du zu ihm, egal wer der ist, der nicht Schia ist, sag bitte, gib mir die Unterlagen, die du hast, die Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt. Und sieh mal, lies mal, was für Katastrophen da drin sich befinden. Dass er Katzenhaare auf seine Schulter hat, astaghfirullah. Dass er auf einen Esel herabkommt, dass er sich von einem Ort zu einem anderen bewegt, dass er seinen Fuß in die Hülle reinmacht, dass er lächelt, dass er in ein anderes Gesicht ankommt. Da ist das Problem, nicht wenn ich Ja Ali sage. Wenn ich Ja Ali sage, das ist ein Gottesbefehl, dass ich Ja Ali sage. Weil, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, dir dienen wir und dich fragen wir um Hilfe, dir dienen wir. Wenn wir Ja Ali sagen, brauchen wir ein Argument, brauchen wir einen Beweis dafür. Wenn ich Ja Ali sage, ich sage nicht, weil Ali, salamullah, alle irgendein Teilhaber von Allah subhanahu wa ta'ala wäre, astaghfirullah, nein. Meine Ja Ali ist genau wie wenn ich sage, oh Arzt, hilf mir. Ich glaube nicht, dass der Arzt allein mir helfen kann, ohne Allahs Wille. Und ich glaube nicht, dass Ali a.s. mir helfen kann, ohne Allahs Wille. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Ali so hoch gestuft, dass er mir helfen kann. Nur durch Allahs Wille. Nur durch Allahs Wille. Was sagt Jesus, salamullah alayhi? Jesus sagt selber, dass ich Vögel aus dem Staub schaffe. Durch Allahs Wille. Schaffe. Er ist ein Schöpfer geworden in dem Moment. Er ist ein Heiler geworden. Er hat Menschen geheilt in dem Moment. Er hat gesagt, Achluk, ich schaffe. Keiner schafft. Allah schafft. Und Allah sagt, wa ilayhi yarji'u al-amru kullu. Das heißt, zu ihm geht die ganze Sache zurück. Das heißt, wenn ich, egal was ich auf der Erde mache, wenn ich an Allah subhanahu wa ta'ala alles zurückführe, ich bin in Tawhid, ich bin nicht außerhalb Tawhid gegangen. Nicht außerhalb Tawhid. Wenn sie ankommen und sie wollen uns mit uns reden über Tawhid al-Ibadah, sagt, ihr habt eine Stelle überschritten. Wir müssen bei 0 anfangen. Und nicht gleich mit 2 und 3 und 4. Ich muss erstmal die Zahlen kennenlernen. Ich muss wissen, was bedeutet Mathe überhaupt. Bevor ich anfange, über die Zahlen zu reden und zu rechnen, ich muss erstmal die Grundlagen kennen. Was Plus heißt, was Minus heißt. Ich brauche diese Sachen, wenn ich die nicht habe. Ich bin null in Mathe. Das heißt, ich muss erstmal wissen, die Theorie über Allah subhanahu wa ta'ala. Wer ist Allah in eurer Lehre? Allah, der aus dem Mund von Abu Huraira kommt? Der durch Ka'b al-Ahbar überliefert wurde? Oder Allah, der durch den ersten Imam, den wir folgen müssen, alle Muslime müssen Imam Ali a.s. folgen. Da besteht kein Zweifel. Da siehst du, wie er pleite vor dir steht. Pleite, da hat er gar nichts mehr zu sagen. Viel zu sagen hat er über Tawhid. Welche Tawhid? Tawhid al-Ibadah. Aber kommen wir in Tawhid al-Rububiyyah. Davor, einen Schritt zurück. Reden wir erstmal über Tawhid al-Rububiyyah. Was nützt deine Tawhid al-Ibadah, wenn Tawhid al-Rububiyyah schon Schrott ist?
Was nützt? Was nützt deine Tawhid al-Ibada? Wenn deine Tawhid al-Rububiyya Schrott ist, das heißt, deine Fundamente sind Schrott. So, da müssen wir erstmal anfangen zu diskutieren. Und wenn ich eine Unterlage habe von Imam Ali alayhi salam und du hast eine Unterlage von Abu Huraira und du weißt, dass Abu Huraira nur ein Jahr und 9 Monate mit Rasulullah s.a.w. gelebt hat. Nur ein Jahr und 9 Monate. Und Ali alayhi salam ist auf den Schoß des Propheten s.a.w. aufgewachsen. Wenn ich weiß, da habe ich eine Quelle von dem 4. Khalifa bei dir und du hast eine Quelle von einer, der kein Khalifa war, von einer, der zu wenig mit Rasulullah geliebt hat, von einer, der in der Zeit der ersten Khalifa, der zweiten Khalifa, der dritten Khalifa kein Hadith überliefert hat, erst seine Hadith sind alle in Umayyad Zeit rausgekommen, dann kommt die Frage.